Moin moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich nehme euch heute mit auf die Fahrt ein bisschen durch Emden und dann wieder Richtung Heimat. Viel Spaß! So, wir befinden uns gerade in Emden und sind auf dem Weg durch Emden nach Hause. Ich habe ein paar geile Neuigkeiten für euch, was mir selber natürlich auch sehr, sehr gefällt. Und zwar hatte ich euch ja schon mal angekündigt in den letzten Videos, dass ich gerne mal die Harley-Davidson Sportster S ausprobieren möchte, da ein kleines Testvideo zu machen möchte. Und ich habe jetzt Kontakt gehabt zu einem Harley-Davidson-Händler bei uns hier aus Augustfehn. Und der hat mir das zugesagt, dass ich die Maschine gerne mal übers Wochenende bekommen kann. Dass ich dann auch 2 Tage quasi habe zum Testen. Da habe ich mich natürlich tierisch drüber gefreut. Das ist Börjes bei uns hier in Augustfehn. Die haben, glaube ich, in Bremen auch nochmal einen Standort. Darüber freut man sich natürlich, ne? Wenn man jetzt mal von einer Sportstourer oder von einer Sportler, sag ich mal, auf eine Harley draufsteigen darf oder diese halt zumindest mal fahren darf, die gehört mir dann ja leider nicht. Schon mega, mega geil, das ist natürlich ein Traum von jedem, ne? Das ist natürlich mega viel Geld, was die Dinger kosten, die liegen bei 17.000, 18.000 und darum finde ich es einfach noch mal geiler, dass Börjes mir diese Maschine zur Verfügung stellt und ich diese dann mal ausreichend testen darf. Da bin ich mega gehypt drüber. Und ja, jetzt sind wir gerade in der Terminabstimmung. Ich habe ihm jetzt ein paar Termine zugeschickt, zukommen lassen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann ich die dann ausprobieren darf. Ja, ich hoffe einfach nur, dass sie mir nicht dermaßen gefällt, dass ich dieses Bike unbedingt haben muss. Das ist so meine größte Angst im Moment. Aber wir werden mal schauen, wie das Ding fährt. Ich habe mir ein paar Testvideos schon mal angeschaut bei YouTube. Mal so ein bisschen mal zu wissen, was mich da alles erwartet. Und ja, ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Ich stelle euch die natürlich vor. Ich weiß es noch nicht, ob ich es in einem Video mache, was ein bisschen länger geht. Oder aber, ob wir davon 2, 3 Teile machen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich möchte gerne erstmal zur Maschine selber ein Video machen. Dann natürlich auch so einen Rundumblick und so weiter. Und dann natürlich auch mal Vor- und Nachteile, Dinge, die ich mag, Dinge, die ich nicht mag. Und ja, und so weiter. Also Geschichten, die einem dann einfallen. Aber ich denke, da werden wir schon genug Sachen finden, die wir mit der Maschine anstellen können. Natürlich auch immer sehr vorsichtig damit sein. Also ich werde nicht irgendeinen Blödsinn damit machen. Ich bin einfach mega geil geflasht. Und ja, hoffe, dass ihr das auch seid. Ansonsten, was gibt's Neues? Letzte Urlaubswoche habe ich im Moment. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video hier rauskommen wird. Dann kann es natürlich sein, dass wir schon wieder kurz vorm Arbeitsantritt stehen. Ich denke mal, das Video kommt am Wochenende raus. Wir haben es heute Mittwoch. Ich habe gerade noch 2 andere gedreht. Und ja, dann denke ich mal, dass ich dann wieder anfangen muss zu arbeiten. Sprich, dass ich wieder weniger Zeit habe zum Motorradfahren. Leider Gottes. Aber das werden wir auch alles hinbekommen. Die ersten Wahlplakate hängen hier in Emden. Es sind ja Landtagswahlen in 2 Monaten hier in Niedersachsen. Und der Matthias Ahrens von der SPD tritt für Emden an. Dem wünsche ich alles, alles Gute. Ist ein Sozialdemokrat. Und ja, top. Jo, jo, jo. Ganz schön holperig, diese ganzen Straßen hier in Emden. Könnten sie auch gerne mal wieder vernünftig machen. Aber ja, kostet alles gut Geld. Und Geld ist das Mittel in der heutigen Zeit, was nicht so viel zur Verfügung steht. Unser Anbau ist soweit fertig zu Hause. Ja, was heißt fertig? Also die Dachziegeln sind drauf.
Also sind doch keine Fenster drin, keine Estrich, keine Heizung und so weiter. Aber wir haben den Rohbau erstmal so weit stehen, dass das Dach drauf ist. Wir haben noch ganz wenig, was noch beigemauert werden muss. Aber das kriegen wir auch noch alles hin. Ziemlich Verkehr hier. Oh, schicker Mercedes Cabriolet. Bei so einer Hitze merkt man erst, wie viel wärmer eigentlich von der Maschine nach oben kommt. Score Supercross 1,66. Das ist mal wieder ein angenehmerer Preis als in den Wochen zuvor. Und schreibt mir mal gerne in die Videos, was ihr gerne für Themen mal besprochen habt. Was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Anliegen? Würde mich halt mal auch sehr interessieren, dann können wir mal über solche Sachen quatschen. Ist ja schon so immer ein bisschen schwierig, Themen zu finden. Klar gibt es ja immer genug, aber ob die einen dann auch selber interessieren, weiß man nicht, ne? Nach den Sommerferien fängt bei uns auch wieder die kommunalpolitische Saison an, die geht dann wieder weiter. Wir haben in den Ferien immer, sage ich mal, ein bisschen ruhiger, keine Sitzungen und so weiter. Die werden immer außerhalb der Ferien stattfinden. Wenn dann mal wichtige Themen stattfinden, dann wird das Ganze über ein Umlaufverfahren reguliert, geregelt. So, dass wir in den Ferien dann auch wirklich Ruhe haben. Da muss man sich immer ein bisschen auf dem Laufenden halten, was dann die Sachen angeht. Aber insgesamt ist es doch schon sehr, sehr ruhig. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auch vergesst es nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken. Abonniert meinen Kanal, um mich auch weiterhin zu unterstützen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr auch kein weiteres Video verpasst. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer, ein paar sonnige Tage und bis dann. Ciao.